Verbringst du viel zu viel Zeit an deinem Handy, aber schaffst es nicht, davon loszukommen? Dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben, denn ich habe heute 7 Tipps für dich, von einfach bis extrem, um deinen Handykonsum einzuschränken. Immer mal wieder gibt es eine neue alarmierende Studie darüber, wie viel Zeit junge Menschen heutzutage am Handy verbringen. Da ist die Rede von alle 11 oder 15 Minuten wird das Handy gecheckt oder täglich verbringt man bis zu 3 Stunden am Handy. Und es gibt auch immer mehr Studien darüber, die von schädlichen Auswirkungen von zu viel Handykonsum berichten. Das geht über körperliche Deformation oder von körperlichen Deformationen, so, weil man zum Beispiel, ich schätze, das ist irgendwas im Nacken oder so, weil man halt immer runterguckt aufs Handy, wenn man exzessiven Handykonsum hat, über soziale Isolation, Vernachlässigung von Freunden bis hin zu psychischen Problemen, Auffälligkeiten, Depressivität, Ängstlichkeit, Selbstwertprobleme. Letzteres vor allem, weil uns Social Media mit Photoshop und Filtern die perfekte Welt vorgaukelt. Ist es aber wirklich eine Sucht, zu viel Zeit am Handy zu verbringen? Nein, die Diagnose Handysucht, die gibt es noch nicht, muss man wahrscheinlich sagen. Aber exzessiver Handykonsum zeigt auf jeden Fall suchtartiges Verhalten. Dazu gehört zum Beispiel der Kontrollverlust. Man möchte eigentlich weniger Zeit am Handy verbringen, aber schafft es nicht, davon loszukommen. Dazu gehört das starke Eingenommensein, dass man eben auch, selbst wenn man gerade nicht am Handy ist, die ganze Zeit über irgendwelche Apps und Anwendungen, was bei Social Media passiert etc. nachdenkt. Dazu gehört eine Toleranzentwicklung, dass man halt immer mehr braucht, immer mehr Apps, dass man immer mehr Zeit mit dem Handy verbringen muss, um das gleiche Wohlgefühl sozusagen, ja, die gleiche Glücksbotenstoffausschüttung zu bekommen. Dazu gehören Entzugserscheinungen, dass man vielleicht gereizt und schlecht gelaunt ist, wenn man nicht am Handy sein kann. Dazu gehört auch sowas wie fortgesetzte Nutzung trotz negativer Konsequenzen. Dass vielleicht Lehrer, dass es in der Schule verboten ist, das Handy zu benutzen, oder dass Eltern es verboten haben, man es aber trotzdem tut, obwohl man sich dafür irgendwie eine Strafe einhandelt oder ja, irgendwelche weiteren Probleme. Und dazu gehört vielleicht auch sowas wie Täuschung von Familienmitgliedern oder nahestehenden Menschen, weil man ihnen nicht das ganze Ausmaß der Nutzung zeigen möchte. Wenn du dich jetzt vielleicht gerade fragst, ob du süchtig sein könntest, dann mach doch mal das folgende Experiment. Geh vielleicht eine Runde spazieren oder einkaufen oder zu irgendeinem Termin oder was heute noch ansteht und lass dein Handy bewusst zu Hause. Und dann schau einfach mal erstens, ob das überhaupt funktioniert. Geht das, dass du ohne dein Handy aus dem Haus gehen kannst? Und dann frage dich eben auch, wie fühlst du dich damit? Wie geht es dir dabei? Kreisen deine Gedanken dann die ganze Zeit um das Handy? Fühlst du dich eben schlecht? Bist du übel gelaunt? Denkst du die ganze Zeit darüber nach, was du vielleicht verpassen könntest? Das alles sind eben Anzeichen, dass es eben schon ein exzessiverer Konsum geworden ist. Und du kannst natürlich auch einfach mal googeln. Es gibt nämlich sehr viele Apps. Ich glaube, Mental-App oder sowas ist ein Beispiel, die einem die Nutzungsdauer sozusagen anzeigen, dass du einfach mal gespiegelt wirst und dass dein Handyverhalten gespiegelt wird und du erstmal einen richtigen Überblick bekommst, wie viel Zeit verbringe ich pro Tag eigentlich am Handy. Aber was denn nun tun, um davon wegzukommen, um deinen Handykonsum einzuschränken? Ich habe für dich 7 Tipps gesammelt und zwar in aufsteigender Reihenfolge. Das heißt, die fangen noch bei relativ harmlos an und steigern sich dann bis hin zu drastischeren Maßnahmen. Und je nachdem, wie lustig du bist, kannst du dir da den einen oder anderen Tipp raussuchen und eben den einen oder anderen Schwierigkeitsgrad mal ausprobieren. Erstens, nutze eine Armbanduhr. Ein ganz banaler Tipp, aber tatsächlich ein Tipp, der schon ein Problem lösen kann. Nämlich das Problem, dass wir heutzutage ja alle keine Armbanduhren mehr tragen, weil wir immer ein Handy verfügbar haben und weil wir die Uhrzeit dann einfach über das Handy abfragen. Aber wenn wir das machen, gucken wir natürlich noch häufiger aufs Handy, weil wir ab und an am Tag mal wissen müssen, wie spät es ist. Und dann ist man gleich wieder verleitet, da ganz viel Zeit zu verbringen, weil dein Blick fällt also aufs Handy, um die Uhrzeit zu checken. Du siehst aber, oh, ich habe eine neue Nachricht bei WhatsApp und da sind ja noch 3 neue Sachen bei Instagram passiert. Und schwupps, verbringst du halt wieder 20 Minuten am Handy, weil du alles nochmal dann checkst und durchgehst und dann doch noch irgendwo rumsurfst. Und das ist alles Zeit, die du einsparen kannst, wenn du zum Uhrzeitchecken nicht auf dein Handy guckst, sondern auf deine Armbanduhr. Ich hätte vielleicht eine Armbanduhr anziehen sollen für dieses Video. Verzeiht es mir. Übrigens, der gleiche Tipp auch, oder ein ähnlicher Tipp, das gleiche Problem. Am Morgen, je nachdem, welchen Wecker du benutzt, wenn du dein Handy natürlich als Wecker benutzt, dann fällt auch morgens als erstes dein Blick immer auf dein Handy. Und auch da wieder besteht die Gefahr, du siehst einfach, da ist was passiert, da habe ich was bekommen
und du verbringst dann ganz viel Zeit damit. Also auch hier vielleicht schlauer, besorg dir einen anderen Wecker. Der zweite Tipp lautet, schalte deine Alarmtöne aus. Wenn du weniger auf dein Handy gucken möchtest, wenn du dein Handy weniger nutzen möchtest, dann schalte all diese Alarmsignale, all diese Push-Benachrichtigungen aus und auch die Vibration. Du musst nämlich nicht mitkriegen, wenn die Freundin von der Freundin jetzt beim Friseur ist oder auch nicht jede Nachricht muss sofort gelesen und beantwortet werden, sondern mach das lieber bewusst, wenn du dazu bereit bist, wenn du dazu ein Zeitfenster hast. Und wenn nicht ständig irgendein Ping aus der Ecke erscheint, dann guckst du eben auch viel seltener auf dein Handy. Der dritte Tipp lautet, gehe auf Distanz. Und das ist vor allem bei der Arbeit sehr, sehr sinnvoll. Nämlich immer, wenn du lernst, wenn du arbeitest, wenn du ja am PC sitzt, irgendwas zu tun hast, dann schalte dein Handy aus oder noch besser, leg es in einen anderen Raum. Dann kommst du nämlich überhaupt gar nicht erst in Versuchung, darauf zu gucken. Und davon profitiert auch deine Arbeit immens. Der schöne Nebengewinn ist nämlich, dass du sehr viel produktiver und effizienter arbeiten kannst, wenn du nicht ständig unterbrochen wirst. Es gibt ja viele Studien, die auch zeigen, wie schädlich dieses ständige Abgelenktsein ist, wie lange wir dann brauchen, um uns wieder in die Arbeit, in den Gedankengang einzufinden, den wir gerade hatten. Erspar dir all das, leg dein Handy wirklich zum Arbeiten in ein anderes Zimmer und dann arbeite produktiv, effizient, konzentriert durch und du nutzt weniger dein Handy. Viertens, lege handyfreie Zeiten oder Zonen fest. Überleg dir am besten einmal, wann du, in welchen Situationen du deinen Handykonsum eigentlich wirklich einschränken möchtest. Weil es ist ja nicht komplett zu verteufeln, sondern es geht ja darum, dass dir vielleicht auffällt, es gibt Situationen, da möchte ich eigentlich lieber präsent sein und nicht so viel auf mein Handy schauen. Und da kannst du einfach mal überlegen, was sind denn diese Situationen? Wo möchtest du mehr wieder in der Gegenwart, im Hier und Jetzt sein und weniger auf dein Handy schauen? Und dann kannst du eben, wie gesagt, handyfreie Zeiten oder Zonen einrichten. Das ist dann vielleicht sowas wie während des Essens. Also ein Zeitpunkt. Immer wenn ich esse, lege ich das Handy weg. Dann bin ich offline, dann ist das vielleicht in einem anderen Raum. Essen ist einfach handyfreie Zeit. Oder du sagst Küche. Oder zum Beispiel Schlafzimmer ist eine handyfreie Zone. Also sobald du in dein Schlafzimmer gehst, nimmst du dein Handy einfach gar nicht mit. Deswegen bei allem, was du dann da machst, nutzt du nicht dein Handy. Der fünfte Tipp lautet, miste aus. Denn je weniger Apps du auf deinem Handy hast, desto weniger musst du natürlich auch checken. Also wenn du irgendwie 7 verschiedene Messenger-Dienste hast und 8 verschiedene Social-Media-Anwendungen, dann sind da natürlich auch ganz viele Neuigkeiten immer und ganz viele kleine nervende rote Punkte. Deswegen reduziere das Ganze vielleicht auf den einen Messenger-Dienst, den du wirklich brauchst oder deine absolute Lieblings-Social-Media-App. Und dann hast du eben nur das zu checken und nicht alles andere. Der sechste Tipp, und jetzt werden wir langsam ein bisschen extremer, ist, nutze Apps, die deine Handysucht sozusagen einschränken. Denn es haben sich auch sehr viele Apps paradoxerweise dem Problem angenommen. Du kannst also im Internet zuhauf Apps finden, die deine Nutzung einschränken, die dir vielleicht bestimmte Offline-Zeiten vorschreiben, die zu bestimmten Zeiten bestimmte Apps sperren, sodass du dann den Zugang dazu verlierst. Oder es gibt auch so spielerische Anwendungen, die irgendwie einen Baum wachsen lassen, je länger du sozusagen dein Handy nicht nutzt. Und wenn du es dann nutzt, dann verkümmert dieser Baum wieder, sodass du einfach ja, ganz visuell vielleicht auch ein Interesse daran entwickelst, weniger Zeit am Handy zu verbringen. Und der siebte und extremste Tipp in dieser Auflistung lautet, lösche deine sozialen Netzwerke. Und zwar auf dem Handy. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die meiste Zeit verbringen wir ja damit, dass wir diese ganzen sozialen Netzwerke checken. Es sei denn, du bist so ein Spieletyp, dann solltest du vielleicht deine Spiel-Apps alle löschen. Und dadurch kannst du natürlich Facebook, Instagram und Co. noch immer checken, aber du musst es am PC machen. Und das ist einfach mal aufwendiger und anstrengender. Die Hürde ist einfach so viel größer. Das heißt, du hast den schönen Nebeneffekt, dass du vielleicht auch insgesamt weniger Zeit auf Social Media verbringst. Und vor allem aber tust du es nicht mehr auf deinem Handy. Und damit kannst du deinen Handykonsum natürlich drastisch reduzieren. Ist ein bisschen vielleicht so eine Rückkehr zu dem, wofür das Handy ursprünglich mal konzipiert wurde, nämlich zum Telefonieren. Dass man alles andere in den Hintergrund stellt oder eben sogar löscht, um das wirklich auch nur noch dabei zu haben, um Telefonate empfangen zu können oder vielleicht mal eine SMS verschicken zu können. So, das waren meine 7 Tipps. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, was du davon ausprobieren möchtest, was du vielleicht schon mal ausprobiert hast oder ob du noch weitere Tipps hast, um den Handykonsum zu reduzieren. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich hoffe, es geht dir gut. Sei lieb gegrüßt und bis nächsten Sonntag.